Predicted. Jawohl. Prediction, Frost of Aquila, kann ich mir nicht egal. Boah. Was? Also, wie gesagt, Free-to-Play-Account, wir sind auf 4817. Das ist halt schon krank, ne? Wir waren auf 4844 schon. Wir wollen jetzt mal schauen, wie hoch wir noch kommen. Und ja, ist mal klar. Und wir sind, dürfen wir nicht vergessen, wenn wir jetzt gewinnen, hätten wir sofort einen neuen Pokalrekord. Ah, ich darf eigentlich jetzt kein Dings bringen, kein Barbarenpass. Prinzessin. Ah, Inferno-Turm, okay. Ich muss erstmal wieder umstellen gerade. Das haben wir halt die ganze Zeit auf dem Main-Account gepusht. Leider nicht ganz so erfolgreich insgesamt, aber. Naja. Ich mach den King Tower direkt ab. Ja. Ah, Level 13 Goblins kommen. Okay, Inferno-Turm. Inferno-Turm Lockbait ist in Ordnung. Wir haben ja einen Barbarenfass, wir haben einen relativ guten Cycler. Also das sollte eigentlich machbar sein. Man weiß ja nie. Was spielt er noch? Kann er gerne machen. Das kann er wirklich gerne machen. Ah, der steht direkt weg. Was? Ist sie überlevelt oder? Ich check's nicht. Egal. Ich will Magier? Das gibt's nicht, das Deck. Egal, ist in Ordnung. Wir kriegen guten Schaden raus. Sehr, sehr guten Schaden sogar. Oh, nicht übel. Was machen wir jetzt halt? Ich würde sagen, ich bringe einen Eismagier, ne? Den Schaden auftanken. Wir brauchen sowieso noch einen Inferno-Treffen. Sehr schön, das muss er noch deffen. Perfekt. Geht klar. Wir haben bisher mehr Schaden gemacht, wir haben King Tower aktiviert und ich bin mal gespannt, wie er es auf Dauer noch verteidigen will. Wir dürfen halt keine großen Fehler machen. Ich würde echt sagen, nee, okay, gleich. Wir können gerne immer wieder den Ritter setzen. Nein, oh, das tut so weh. Wir müssen jeden Schaden verhindern und es laggt einfach und wir kriegen 300 Schaden ab. Er kann gerne die Rakete draufwerfen. Mal schauen, ob er es wieder macht. Er macht's wieder. Genau, dann können wir gleich wieder reingehen. Perfekt. Weil ich finde, 3 gegen... Ja gut, er kriegt natürlich auch... Er kriegt auch einen Schaden raus. Ich weiß gar nicht, ob es so geschickt ist, was ich da mache. Weil er braucht nur noch 2 Raketen, aber... Wir haben halt immer so einen gewaltigen Elixiervorsprung. Das ist ja eine Aktion, das ist halt ganz geil. Boah, er blockt, ist einfach krank. Kannst frosten? Trefft aber nicht alles. Shit. Der Bahnfass ist auch schlecht. Das hat mir verkackt. Das ist mir recht verkackt. Das ist auch schlecht für mich gewesen. Ich hab einen Tornado und schlechten, aber... Das bringt mir nicht viel. Boah, das hätten wir echt holen können. Es kann zumindest besser aussehen, sagen wir es so. Nächster Friedhof aber rein. Und lang nicht verloren. Bossen hier. Oh mein Gott. Alter. Das war lucky. Das letzte steht auch nochmal. Das wird ganz schwer. So. Aber was ist das? Sehr schön. Der war wichtig, der ist mir. Warten wir. Gehen rein. Was ist hier? Tornado Predict. Jawohl, der Tornado Predict einfach. Alter. Also, ich habe es nicht so viel kommentiert, eher konzentriert. Es war wirklich schlecht gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich spiele heute irgendwie nicht so gut, leider. Aber es hat gereicht. Wir hatten das Matchup, es hat gereicht, alles in Ordnung. Und wir sind jetzt auf einem neuen Pokalrekord von 4846. Ich öffne mal die Truhe, vielleicht kriegen wir... Ah, mies. Wenn es halt einfach ein Tesla gewesen wäre, dann hätten wir halt einfach Level 13 Tesla spielen können. Aber leider haben wir erst ein Tesla Level 13 dann in der nächsten Saison. Das ist halt wirklich schade. Egal, weiter. 48, glaube ich, genau. Wenn wir jetzt gewinnen, dann wären wir halt beim richtig fetten Pokalrekord. Aber Ofen ist so ziemlich die schlimmste Karte. Oder allgemein Spawner sind ganz, ganz schlimm für uns. Das wird hässlich werden, das Match. Wir haben halt keinen Zauber, um irgendwie die... Ja, diese ganzen Öfen zu zerstören oder die Spawner. Weil ein Frost ist es nicht so geil gegen den Spawner. Okay, geht klar. Ja, ist in Ordnung auf jeden Fall bisher. Das sollte gut werden. Was? 3 Musketiere? Was machen wir jetzt? Ja gut, bringt nichts, ne? Frost war warm, Frost am besten, ist am billigsten. Ja, ist am billigsten, bringt nichts. Ja, 3 Musketiere Ofen. Vor allem, weil wir keinen großen Zauber haben, geil. 3 Musketiere, Ofen, wir haben keinen großen Zauber. Sowieso 3 Musketiere sind wirklich das Schlimmste für uns, weil die auch noch gleichzeitig ein Konter gegen ja, Friedhof sind. Also, oh, okay. Das ist echt nicht so geil. Minihorde ist auch nicht gut, aber es ist halt einfach voll in unserem Babytrachen reingespielt. Vielleicht kann es ganz gut werden, mal schauen.
Das ist teuer. Ich würde reingehen, ne? Ich würde reingehen. Ja, jetzt gehen wir rein. Definitiv. Wir warten ab, wenn jetzt ein Friedhof. Wenn er jetzt einen Goblin-Gang natürlich hat. Wir müssen eigentlich frosten gleich. Skarmi kann ich gleich frosten. Schnell, schnell. Junge, bitte. Froste. Jawohl. Er kann rechtzeitig. Ritter überlebt. Ja, Holz können wir auch noch, ist egal. Barbaren fast rein. Sehr, sehr gut. Total overextend von ihm. Also der Blitz war viel zu viel. Nur ein Hit. Okay. Das machen wir jetzt. Keine Ahnung. Scheiße, ihn verloren jetzt. Weil die sind am Turm, was soll ich machen? Ich hab zu langsam reagiert. Einfach nur zu langsam reagiert, aber das ist so ein lächerliches Matchup auch. Was machen wir jetzt halt? Wir müssen jetzt eigentlich rein, ne? Wir müssen rein. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach vier Frosten. Ich hoffe, dass die Musketiere wegstehen. Die werden nicht wegstehen. Es ist so klar, dass jetzt hier die Dings kommt. Aber es ist trotzdem gleich ein gutes Barbarenfoss für uns. Sehr, sehr gutes Barbarenfoss. Perfekt. Er spielt so schlecht, aber es bringt nichts. Seine Level 13 Musketiere regeln einfach alles bisher. So. So viel Spam, ich fasse es nicht, wie viel Pech kann bitte haben. So, jetzt ziehen wir weg. Oh, die. Na doch, war gut. Kriegen wir definitiv was hier. Ja, wir kriegen den Turm, sehr gut. Okay. Das wird so spannend werden jetzt. Barbaren fast drauf, würde ich sagen. Drei Musketiere an der Ecke vielleicht sogar. Ich trau dem Typen alles zu. Aufpassen. Sehr, sehr gut. Frosten wir. Junge, wie geil. Was ist das denn? Erlaubt uns so einen geilen Frost einfach. Wie gut. Okay, sehr gut. Wir dürfen nicht reingehen, weil er hat zu viel Spam. Er hat echt Skelettarmee und Lekainhorde. Was? Was ist das denn? Wie ist das? Hat er einen Spiegel oder was? Das reicht. Er hat ein Lightning. Blocken. Irgendwie. Nee, das reicht. GG. Hat er einen Spiegel? Der muss einen Spiegel haben. Das kann nicht wahr sein. Das ist noch ein schlimmerer Konter, als ich gedacht hätte. Ey, was? Er hat wirklich einen Spiegel, ne? Damit konnte ich jetzt echt nicht rechnen. Weiter. 4, 8, 17. Junge. Ernsthaft? Er hat einen Spiegel. Geil. Oh Mann, das hat mir so im Griff, das Spiel. Dann. So eine schlechte. Dings, so ein schlecht. So schlechte drei Musketiere. Einfach ein Spiegel. Ich fasse es nicht. Okay. Wir gehen direkt rein, würde ich sagen, ne? Jetzt so viel Elixier ausgegeben, kann nichts machen, okay. Wir führen zwar 1-0, aber es ist trotzdem nicht gut. Ich meine, der spielt Doppelspawner. Das ist für jemanden ohne Zauber halt wirklich nicht gut. Also, das sieht trotzdem nicht gut aus. Obwohl wir führen, ist. Ja. Es ist echt nicht gut, beim besten Willen nicht. Mies. Okay, das ist gut für uns, aber jetzt. Das ist wirklich gut. Das ist gut für uns, sehr gut. Den Dings lassen wir durch, den Magier. Ich bin einfach E-Babs auch noch dazu. So. Einfach alle Karten, die man halt Level 13 haben kann, ne? Gefühlt. Sehr gut. Die laufen noch in den Backup rein, sehr gut. Das ist lächerlich, ich muss frosten. Da war das direkt drauf. Das ist ein bisschen spät, aber Junge. Die werden auch Schaden machen. Oder? Ich lass es durch. Es geht klar, musst du mich durchlassen. Das wird hässlich werden. Der hat auch einen Spiegel, ne? Ich glaube schon. Der hat, glaube ich, auch einen Spiegel. Ja, kommt noch. Der Turm ist einfach zu low. Der macht gar nichts. Normalerweise können wir das durchlassen, aber die sind halt drei Level höher als der Turm, die Barbaren. Darf man nicht vergessen. Das ist so bitter. Ich bin Level 13 Funky. Ist es dein Ernst? Wo hat er denn den her? Oh Mann. Gut, ich will auch ein Level 12 Eismagier, ja, aber den habe ich echt so lange angefordert auch. Das. Ist verdammt gut für uns eigentlich. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr gut für uns. Perfekt, okay. Wir warten ab. Ja, wir gehen rein, definitiv. Jetzt gehen wir erst recht rein, klar. Sehr, sehr gut. Jetzt alles auf dem Ritter drauf. Geil. Was jetzt? Er macht doch gar nichts. Inferno-Kraft drauf? Okay. Ich kann kaum noch reden. Sorry dafür. Konzentrieren. Klar, das kommen. Lassen wir fallen? Ich weiß es nicht. Lassen wir nicht fallen lassen. Gehen wir rein.
Oh, okay, spannend. Gleich ein Frostgeweih heute. Ist der Lakaien? Predicte. Jawohl, Prediction Frost einfach die Lakaien, oder egal. Boah. Was? Zwei Türme reichen nicht gegen E-Boss Level 13? Was? Ey, das war doch so geil gespielt, ein Prediction Frost auch noch. Junge, was? Okay, Ballon Frost, schon mal ziemlich aggressiv, auf jeden Fall. Komisch. Bitte steht er weg. Nee, ja. Der ist so derbe überlevelt, ne? Level 13, beides direkt. Geil. Es geht aber. Also Ballon geht klar. Wir dürfen halt eigentlich, normalerweise kann man den King Tower anmachen. Oh mein Gott, geil. Und dann einen Hit hinnehmen. Aber wir können den King Tower eigentlich gar nicht anmachen. Wenn wir den Hit hinnehmen, dann ist direkt der Turm weg. Oh mein Gott, die Valkyrie. Sehr geil, ich laufe nach hinten. Ah, jetzt macht das ganz gut. Das ist besser. Hier ein Eismagier. Ich darf nur keinen Elektromagier haben. Warte mal, weiß nicht. Shit. Egal. Oh mein Gott, was war das denn für ein Hit? Für ein Hit, was rede ich? Für ein schlechter Zug von mir. Na, mies, hab ich halt einen Barbarenpass verschwendet. Okay, es geht klar. Es geht klar. Wie machen wir das am besten? Ja, es war klar, dass er das machen würde. Nee, wir dürfen, wie gesagt, die Kindtower nicht anmachen. Lass mich raten, ja, es ist so lächerlich. Was? Junge! Diese überlevelten Gegner, ne? Level 13 alles. Alles auf Level 13. Ich kann kotzen die ganze Zeit. Das ist so nervig. Oh mein Gott. Was soll ich da machen? Alter. Frosten sollen lieber. Aber Frost hätte auch nichts gebracht. Wir hätten Frost, Tornado und Babytreffe setzen müssen. Damit er den Turm nicht bekommen hätte. So ein Witz. So. Er wirft echt auf den Lightning, Junge. Das ist halt echt. Also Skill. Fehlanzeige. So, jetzt konzentrieren. Okay. Sehr gut. Jetzt können wir gewinnen noch, weil ich kann mich trotzdem aufregen, wie schlecht. Ich kann so schlecht spielen, aber das bringt irgendwie nichts für uns groß. Okay, so. Wir brauchen wirklich den Inferno-Drachen gegen Ballon. Normalerweise. Ah, jetzt brauchen wir aber hier den Inferno-Drachen. Bringt nichts. Bitte. Sehr schön, Alter. Ach komm, das macht er nicht schon wieder. Oh je, das ist. Ich kann nicht reingehen, das wäre schlecht. Die Wächter, na, okay. Die Wächter sind draußen, immerhin. Dann gehen wir rein. Das ist ein Ballon, ich bin nicht gesehen. Dreht euch um. Ja, verloren. GG. Ein Hit, ne? Es war ein Hit vom Ballon. Normalerweise hätten die Skelette vielleicht noch einen Turm holen können. Junge, was ist los heute? Diese Gegner.